Warum bin ich unglücklich in einem Job, obwohl ich alles habe, was ich eigentlich mal haben wollte? Wenn das eine Frage ist, die dich gerade beschäftigt, dann ist diese Podcast-Folge super spannend für dich. Wir werden uns mal anschauen, wie es sein kann, dass du, obwohl du beruflich da bist, wo du immer hin wolltest und scheinbar alles hast, was du haben wolltest, trotzdem morgens aufwachst und dich fragst, soll es das jetzt wirklich alles gewesen sein? Wir schauen uns an, wie kann es sein, dass du in dieser Situation gelandet bist? Wir werden mal rausfinden, ob es an dir liegt oder tatsächlich an dem Job und was du dagegen tun kannst, sodass du in Zukunft auch wirklich wieder mit einem Lächeln im Gesicht aufwachen kannst, anstatt dich zu fragen, wie lange du das noch aushalten sollst. Diese Folge ist ursprünglich mal auf meinem YouTube-Kanal erschienen und hat dort jede Menge positive Resonanz bekommen. Deswegen habe ich mir gedacht, werde ich sie auch mal hier im Podcast mit dir teilen. Wenn du dir lieber das Originalvideo anschauen möchtest, dann findest du den Link dazu in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zum One Life Baby Podcast. Mein Name ist Dirk Wilhelm und ich zeige dir hier, wie du eine sinnvolle und erfüllende Arbeit für dich findest. Eine Arbeit, die dich begeistert, in der du dein Potenzial entfalten kannst und die dir erlaubt, authentisch du selbst zu sein, sodass du gut davon leben kannst, etwas zu tun, was auch wirklich zu dir passt. So, was dir widerfährt, ist eine sehr, sehr häufige Sache und ich möchte dich als erstes mal beruhigen, wenn du in der Situation bist, dass du eigentlich voll zufrieden sein solltest. Du hast Energie reingesteckt, Zeit reingesteckt, Mühe reingesteckt, um an den Punkt zu kommen, wo du jetzt bist und hast einen Job, wo deine Eltern vielleicht sagen, Mensch, auf den Junge oder das Mädel kann man stolz sein oder du hast die Dinge erreicht, die dir persönlich total wichtig waren, hast Kohle und Anerkennung und so und merkst jetzt gerade, irgendwie ist es das nicht. Jetzt kommt natürlich automatisch die Frage hoch, was stimmt mit mir nicht? Bin ich undankbar oder ich sollte mich doch glücklich schätzen? Andere sind froh, wenn sie überhaupt einen guten Job haben oder überhaupt einen Job haben. Was stimmt mit mir nicht? Ich möchte dir erstmal mitgeben, dass die Situation, in der du gerade bist, vollkommen normal ist und dass du vollkommen in Ordnung bist und dass nichts mit dir nicht in Ordnung ist. Die Situation, in der du dich gerade befindest, da möchte ich dir mal einen Perspektivwechsel vorschlagen. Für dich fühlt es sich vielleicht gerade vollkommen ätzend an und leer und unzufriedenstellend und unglücklich. Und meiner Meinung nach ist die Situation, in der du dich gerade befindest, ein wundervolles Ereignis. Denn dass du dich so fühlst, wie du dich gerade fühlst, ist ein Wake-up-Call oder ein Hinweisschild. All diese Gefühle, die wir wahrnehmen, sind immer eine Art Warnhinweise. Sie sagen uns so wie so ein Achtung-Vorfahrtsschild auf der Straße, sagen die auch, Achtung, wenn du dich nicht gut fühlst, Achtung, du gehst in die falsche Richtung. Achtung, bist du dir sicher, dass das ist, was du wirklich möchtest? Und anstatt dich in Frage zu stellen und dich zu verurteilen und jetzt schlecht über dich zu denken, möchte ich dich einladen, dass du die Chance in dieser Situation siehst. Denn warum fühlst du dich, wie du dich gerade fühlst? Wahrscheinlich sind diese Hinweisschilder, warnen die dich gerade davor, dass du in die falsche Richtung gehst. Und wahrscheinlich, du kannst dich ja mal fragen, was waren die Entscheidungen, die mich hierher geführt haben? Worauf haben die basiert? Habe ich die Entscheidung getroffen, weil das ein tiefstes inneres Verlangen war, diesen Berufsweg einzuschlagen von mir selber? Habe ich das wirklich, wirklich tief in mir drin gewollt? Oder war das vielleicht eher eine Entscheidung, die darauf basiert hat, dass du deine Eltern stolz machen wolltest oder den Vorstellungen der Gesellschaft gerecht werden wolltest? Wenn wir einem Sollte folgen, dann ist das immer ein sehr, sehr guter Indikator dafür, dass wir einem Wertesystem von außen folgen und nicht dem eigenen inneren Wertesystem. Unsere Werte sind wie ein Kompass, der uns eine Richtung zeigt. Und die entwickeln sich in unserer Entstehung, wenn wir heranwachsen und durch die Erfahrungen, die wir persönlich machen und sind ganz individuell. Und jeder hat seinen ganz eigenen individuellen Kompass, der uns unsere Richtung zeigt. Und in dem Moment, wo du weg vom Kurs kommst, lässt dich dein Wertekompass das spüren. Und das ist dieses Gefühl, was du gerade erlebst und wo du dich gerade so unwohl fühlst. Und was jetzt der Fall sein kann, ist, dass du entweder Entscheidungen getroffen hast, die von außen motiviert waren, dass du meinetwegen deinem Vater stolz machen wolltest und deswegen den Ingenieursberuf gewählt hast, oder
dass du eigentlich sogar Entscheidungen darauf basierend getroffen hast, auf dem Gefühl, dass das wirklich von dir herauskommt. Aber was da auch immer wieder passiert ist, dass unsere Werte sich manchmal, da schmuggeln sich in unsere Wünsche und Verlangen und Sehnsüchte immer wieder auch, so wie ich es nenne, Schwindler mit rein. Das sind dann sozusagen Werte oder Wünsche und Sehnsüchte, die sich ausgeben als unsere eigenen, aber in Wirklichkeit steckt da irgendjemand anderes Wichtiges im Hintergrund, meinetwegen unsere Freunde oder unsere Familie. Und in der Situation, in der du jetzt gerade bist, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du nutzt das, was du jetzt hier gerade von mir gelernt hast und triffst eine Entscheidung aufgrund dieser neuen Kenntnisse, mal mehr genau hinzuhören auf deine innere Stimme, auf deinen eigenen inneren Kompass, und drehst die äußeren Stimmen leiser, um deine inneren Stimmen besser hören zu können und dann Entscheidungen treffen zu können, möchte ich dem folgen? Oder du kannst die Entscheidung treffen, dass du sagst, nee, ich gehe weiter diesen unerfüllenden, leeren oder nicht sehr glücklichen Weg, aber bin weiterhin im Einklang mit dem, was mir von außen herein suggeriert wurde, was wichtig ist. Ich will dir nicht sagen, welchen Weg du gehen sollst. Diese Entscheidung darfst nur du alleine wählen. Auf jeden Fall darfst du dir bewusst sein, dass jede Entscheidung einen Preis mit sich bringt. Wenn du für dich die Entscheidung triffst, weiterhin auf diesem Weg zu bleiben, für den du dich bisher entschieden hast, dann kommt das mit dem Preis, den du gerade spürst und warum du auf dieses Video geklickt hast. Du wirst dich nicht wohl dabei fühlen. Du kannst vielleicht ein bisschen besser damit umgehen, aber es wird nicht sich affengeil und hammergut anfühlen, dieses Leben zu bestreiten. Der andere Weg ist, dass du mehr auf das Innere hörst und auch das kommt mit einem Preis. Du wirst vielleicht jemanden enttäuschen oder du wirst sehr viel Energie und Zeit aufwenden, um nochmal irgendwie in eine neue berufliche Richtung zu starten. Jede Entscheidung hat immer einen Preis, dessen darfst du dir bewusst sein. Du darfst für dich wählen, was ist mir wichtiger. So, und wenn du da Lust hast, mehr über dich kennenzulernen, rauszufinden, was ist es denn eigentlich, was mir am wichtigsten ist und nicht der Welt da draußen, dann habe ich einen kleinen Kurs für dich vorbereitet, den kannst du hier finden. Das ist der Berufungskompass und da ist deine Situation, in der du gerade drin befindest, sogar hervorragend geeignet, um bestmöglich mehr über dich zu erfahren, weil die Situation, wo du gerade denkst, dass es nicht gut dir geht, ist super vorteilhaft. Wir schauen auf deine Berufserfahrung und lernen aus den beschissenen Sachen und kriegen dadurch ganz klar raus, was ist denn eigentlich mir super, super wichtig und was müsste erfüllt sein, dass ich mich so richtig wohl, lebendig und frei und glücklich fühlen kann. Also wenn du da Bock drauf hast, dann klick auf den Link und dann sehen wir uns in dem Minikurs wieder. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine hammergeile Zeit und bis bald. Mach's gut. Übrigens, wenn du diese Audionachrichten gerne hörst und die dir weiterhelfen, dann musst du unbedingt mal Traumberuf finden auschecken. Das ist mein Premium-Programm, in dem wir diese ganzen Konzepte im Tiefgang Schritt für Schritt durchlaufen und dir dabei helfen, endlich die Arbeit zu finden, die dich so wirklich erfüllt. Wenn sich das interessant für dich anhört, dann check das mal aus auf www.onelifebaby.com/traumberuf-finden. Dort findest du alle weiteren Informationen und kannst dich direkt anmelden. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich in Traumberuf finden begrüßen dürfte. Also, wir sehen uns dort. Mach's gut, bis dann.